Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion mit eurem Ulinator. Und wir sind in Suramar. Da haben wir ja letzte Folge aufgehört und hier werden wir auch weitermachen. Ich habe gestern versucht, eine Folge aufzunehmen, aber da hat sich hier diese Erzmagierin Talisra ein wenig merkwürdig verhalten, denn die Quests, die sie in der letzten Folge für mich hatte, die waren einfach wieder verschwunden. Da musste man die erstmal wieder mit uraltem Mana voll tanken und das hat mich ein wenig durcheinander gebracht. Deswegen habe ich gestern die Aufnahme abgebrochen und heute fange ich neu an, aber heute sollte alles paletti sein und super cool und es gibt auch ein paar Neuigkeiten auf meinem Channel. Abgesehen davon, dass wir jetzt Level 110 sind und dass es jetzt hier in Suramar weitergeht, wird es ein paar neue Spiele geben auf dem Ulinator-Channel. Und zwar, abgesehen von World of Warcraft, gibt es ja jetzt seit einigen Wochen Alien Isolation. Für Fans von Horrorspielen möchte ich euch auch wärmstens ans Herz legen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und heute wird es die erste Folge Mass Effect Andromeda geben. Die werde ich heute aufnehmen. Ich habe gestern den Trailer produziert, die ganzen Audio- und Videoeinstellungen schon so gemacht, dass das alles perfekt ist. Und heute mache ich die erste Folge Mass Effect Andromeda. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf epische Abenteuer, nicht nur in Azeroth, sondern auch im Weltraum, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Und dann könnt ihr den Abenteuern von Ulinator auch im Weltraum beiwohnen. So, jetzt geht's aber erstmal weiter mit einer neuen Folge World of Warcraft Legion. Und ich hoffe, dass jetzt alles wunderbar funktioniert, weil gestern war ich ein wenig irritiert, weil, wie gesagt, diese ganzen Quests, die ich hatte, einfach wieder verschwunden waren. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier sollte jetzt, wir müssen uraltes Mana finden. Und das wird mir hier auch auf der Karte angezeigt. Und jetzt muss ich mal genau den Punkt finden, wo das ganze Zeug ist. Ich muss ehrlich sagen, jetzt nochmal wegen gestern, dass ich weiß schon, in Suramar gibt es ganz viele Quests und eine riesige Questreihe. Am Ende endet die mit zwei Erfolgen. Aber ehrlich gesagt, der Einstieg in diese Questreihe finde ich schon ein wenig merkwürdig, dass einem zum Beispiel die Gute erst die Quests gibt, wenn man soweit ist, finde ich komisch. Und oder wenn man sie wieder gefüttert hat. Das hat mich gestern brutal irritiert. Und was mich jetzt auch irritiert, ist einfach, dass mir hier auf der Karte ein Mana-Vorkommen angezeigt wird, was aber de facto gar nicht da ist. Das heißt, ich hoffe, dass diese Folge hier nicht zu planlos wird. Aha, hier in die Richtung. Ah, hier, da wird das angezeigt. Alles klar. Hier haben wir gleich ein paar. Was ich auf jeden Fall gestern gemacht habe, was ich verstanden habe, ist, dass dieses uralte Mana, was es ja vorher so in dieser Form gar nicht gegeben hat, wohl eine Währung ist in Suramar. Das heißt, je mehr man davon hat, umso besser ist es und man kann sich damit auch coole Sachen kaufen. Und wir müssen immer die Erzmagierin Talisra mit diesem Zeug füttern. Ja, und ich habe bei der Quest, die ich gestern nicht aufnehmen konnte, kann ich euch ja mal kurz zeigen, diesen, Moment, wo ist er? Da. Hier. Nee. Wo ist denn das jetzt? Die Scheiße. Hier, diesen Stein bekommen, Mana-Wasergestein, und mit diesem Stein kann man diese Mana-Quellen eben finden, die werden auf der Karte angezeigt. Und hier dreht sich ja alles, das haben wir ja gesehen in der letzten Folge, hier dreht sich alles um den Faktor Mana, damit aus diesen Bewohnern von Suramar, den Ureinwohnern, damit da keine verdorrten werden. Dieses Schicksal droht eben der Erzmagierin auch. Und wie gesagt, ich wollte gestern eine Folge aufnehmen, aber das war einfach so eine Folge dann, oder ich habe nichts aufgenommen, das war einfach so nach dem Motto, ich muss erstmal schnallen, was hier alles los ist. Und ich habe es zum Glück gestern dann doch kapiert. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt hier sauber durchkommen. Weil
Weil mich hat das schon schwer irritiert gestern, dass ich da wieder einlogge und dann in dem Moment habe ich erwartet, dass da eine Questgeberin steht und die stand dann nur da und hat vor sich hingezittert und die ganzen Quests waren weg. Und dann bin ich einfach planlos rumgeritten und habe schon gesehen, dass es Quests gibt hier in Suramar, aber ich will ja die Handlung so weiterspielen, wie sie mir angeboten wird. Und das hat mich schon einigermaßen irritiert, muss ich jetzt mal sagen. So, jetzt geben wir die Quest mal wieder ab. Hoffen, dass wir hier nicht völlig planlos sind. Hier ist auch noch so ein Mana-Vorkommen. Aber ansonsten gilt natürlich nach wie vor, Suramar ist ein wunderschönes Gebiet. Sehr, sehr schön gelöst. Und wenn ich das mit dem Mana hier geschnallt habe, dann sollte es auch alles funktionieren. Also, ich muss hier erstmal wieder den richtigen Weg finden. Ich muss nämlich zurück zu ihr. Und ich glaube, das geht hier so lang. So, und dann funktioniert das nämlich folgendermaßen. Ich habe jetzt eben diesen Mana-Kristall zum Beispiel bekommen. Den muss ich anklicken und der gewährt mir dann 50 uraltes Mana. Und eben dieses Mana ist wohl hier die Währung in Suramar. Ja? Und man kann maximal 300 sammeln. 205 habe ich schon. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber man kann auch durch Quests das Limit noch erhöhen auf, glaube ich, 2000. Und das ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das habe ich, wie gesagt, null kapiert. Aber ich werde jetzt einfach mal hier die Quest weitermachen. Talisra legt ihre Hand an ihre magere Wange. Mein Körper hat so schnell abgebaut, das kann man wohl hier oben sehen. Genau, 41 von 100 hat die noch. Anscheinend leben wir Nachtgeborenen jeden Tag auf Messerschneide. Uraltes Mana. So, jetzt geben wir der Guten erstmal uraltes Mana. Das hat ihr aber auch nicht so geholfen. Okay, und jetzt hat sie keine weitere Quest für mich. Wie gesagt, ich springe jetzt hier einfach mal ins Abenteuer rein. Ich weiß, es gibt hier eine riesige Questreihe, aber wenn der Questgeber nicht da ist, dann kann daraus natürlich nichts werden. Aber ich werde jetzt einfach weiterspielen. So, hier haben wir ja zwei Quests, die wir abgeben können. Jetzt zeigen wir erstmal Okkolet die Marke. Ja, hier haben wir eine weitere Quest und müssen einem Kollegen namens Okkolet die Marke zeigen. Dann werden wir einfach uns hier weiter durchkämpfen und dann wird sich alles schon aufklären. Und die Geheimnisse von Suramar werden sich auch mir erschließen. So, hier habe ich gestern auch schon mal lang geguckt. Ich blende mal Interface aus. Bei meiner Suche nach Quests, weil eben diese Talisra keine Quest mehr für mich hatte, bin ich gestern auch dann hier reingeritten, weil ich dachte, cool, das ist ja Suramar, ja, hier gibt es ja bestimmt jede Menge. Aber da war ich dann auch relativ kurz, weil da sind lauter Mobs, die sind einfach viel zu groß. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mich mein Weg zwingend hier reinführt. Ich kann euch das aber mal zeigen. Ja, hier sind wir jetzt in Suramar drin und ich hätte jetzt erwartet, dass hier tausende von Quests aufgehen. Vielleicht ist das später noch so. Und in dem Moment, wenn ich eben hier reinreite, stehen hier schon noch ein paar freundliche, aber hier wird es dann schon uncool. Da hat so eine lumpige normale Wache, hat schon 2 Millionen HP und hier wird man gleich von einem angegriffen, der auch 2 Millionen hat. Und zwar zwei, das heißt, dieses Gebiet, wo ich gedacht habe, ich komme jetzt sofort hier rein, ist definitiv nicht mein Fall. Und wenn ich jetzt hier lang reite, haben wir genau das gleiche in grün. Da stehen auch ganz normale Wachen, die schon 2 Millionen Leben haben. Das heißt, man kann sich ausmalen, wenn ich hier reingehe, gehe ich natürlich drauf. Das heißt, ich habe hier drin offensichtlich noch nichts verloren. Und deswegen werde ich einfach brav die Questreihe weitermachen. Ich hoffe mal, dass das alles Gute sind hier. Ja, so, schön Interface ausblenden. Hier haben wir lauter wunderbare Nachtelfen, sind das vermutlich, die hier vor den Toren von Suramar, vor der Stadt, Wache stehen.
So, und jetzt gehen wir erstmal hier rein und zeigen Okolet die Marke und sind einfach mal gespannt, was uns hier weiter erwartet. Wie gesagt, es ist ein wenig verwirrend. Ich bin ein wenig aus dem Konzept gebracht worden gestern. Ah, okay, das hat funktioniert. Wunderbar. So, wir müssten jetzt bald da sein. Ansonsten ist das hier ein großartiges Gebiet, aber wie gesagt, hier unten habe ich noch nichts verloren, ja? Hier so eine lumpige Arkanwache hat auch schon 1500 HP. Und jetzt geht es schon wieder weiter. Ich bin hier eigentlich bei dem guten Okolet. Ist der hier oben? Okolets Werkstatt. Ja, das sieht gut aus. Endlich funktioniert mal etwas ganz normal. Das ist vermutlich... Nee, das ist ein Mitspieler. So, der sollte hier drin sein. Das ist weit genug. Da ist er. Nun, ihr seid nicht vom Palast und ihr seid kein Dämon. Wenigstens nicht durch und durch. Gebt euch zu erkennen, bevor ich euch in die Tiefen des großen Meeres teleportiere. Was ist das? Eine Münze? Die Dämmerlilie. Das ist das Siegel der ersten Arkanistin. Ist sie am Leben? Wir haben also immer noch eine Chance. Kommt schnell, ich brauche eure Hilfe. Ach ja, die Falle. Nethana. Ja, das wäre nett, wenn du die Falle wieder aufmachst. Und auch hier, ja, sehr verwirrend. Okolet ist ja eigentlich jemand, zu dem ich hin muss, um eine Quest abzugeben. Und dann macht er mich erstmal in so eine Falle rein. Surama ist sehr, sehr, sehr mystisch und verwirrend. Und ich hoffe, dass ich in dieser Folge ein wenig Klarheit bekomme, wie es hier wirklich weitergeht. Ihr könnt mich zu Talisra bringen, sobald meine Arbeit hier getan ist. Quest beenden. Die hohe Kunst der Telemantie. Ich hatte keine Zeit, mein Werkzeug einzusammeln, bevor ich aus dem Palast geflohen bin. Ich bin hier, um etwas davon zu retten. Diese alte Werkstatt besteht aus mehreren Räumen, die durch Teleportationsplattformen verbunden sind. Elisandes Schläger suchen den Komplex schon nach mir ab. Doch von hier aus kann ich das Teleportationsnetzwerk manipulieren und sie im Kreis laufen lassen. Geht ihr hinein. Ich werde ein Auge auf eure Position haben und dafür sorgen, dass die Teleporter für euch normal funktionieren. Findet diese zwei Teile und bringt sie mir. Sammelt den verwitterten telemantischen Signalgeber und die gesprungene Warp-Muffe in Okolets Werkstatt ein. Und wir bekommen fett Artefaktmacht dafür. Voll. Der Teleporter ist direkt da draußen. Aktiviert ihn erst, dann betretet die Plattform. Okay. Also auch wieder sehr, sehr, sehr verwirrend. Surama ist ein sehr verwirrendes Fleckchen. Und immer dann, wenn wir verwirrt sind, sollten wir erstmal reparieren. Was liegt an? Weil das so schön erdet. Dann das ganze Zeug hier verhökern. Die ganzen Kiesel und so weiter, alles, was wir nicht brauchen. Und dafür sorgen, dass wir durchrepariert sind. Das ist schön, dass durchgebufft sind wir ja auch. Genau, mache ich den nochmal. 2 Stunden. So, und dann werden wir einfach mal gucken, wie es hier weitergeht. Aber vorher schauen wir uns nochmal alles an. Okolets Werkstatt. Sehr, sehr schön hier. Sehr schön. Insgesamt ist Legion sehr schön. Und Surama ist wirklich magisch und geheimnisvoll und ein wenig verwirrend. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht und so weiter, nicht? Teleporter funktionieren auf dieselbe Weise. Benutzt sie, um die Ausrüstung zu finden. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier oben. Die Warp-Muffe und so weiter, das ist alles in diese Richtung. Wir sind jetzt von ungefähr hier, glaube ich,
weggeportet worden, noch da drüben. Und wir haben in der Nähe einen Flugpunkt, den können wir aber nicht annehmen. Der ist zu weit weg. Okay, hier ist der Teleport. Aber wie komme ich jetzt von hier weg, Freunde? Ich bin wirklich, gestern war ich wirklich total motiviert, habe gedacht, geil, jetzt nehme ich World of Warcraft auf und dann war die Questgeberin weg. Und es ist wirklich so, es ist wirklich, Suramar finde ich wirklich, vielleicht bin ich auch dusselig und blöd, aber ich finde das wirklich sehr verwirrend hier, muss ich wirklich sagen. Weil jetzt komme ich hier an diesen Ort, vielleicht bin ich auch bescheuert, und ich komme hier nicht weiter, ja, ich habe hier keine Ahnung, wo es lang geht. Hier drin ist ja auch nichts. Ich weiß nur, dass wir in diese Richtung hier müssen. In diese ungefähr. Aber das ist ja da oben, ja? Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich könnte jetzt natürlich mit dem Fallschirm da runterspringen. Ah, okay, alles klar. Interface, nee, guck mal, die funkeln auch nicht, wenn man das Interface ausblendet. Alles klar, hier kann man teleportieren. Gut, dann wo muss ich denn da hin? Hier haben wir drei Warp-Labor. Ja, dann nehmen wir einfach mal den hier. Ab zum Brunnen. Okay, und da scheint in der Nähe was zu sein. Hä, aber auch hier komme ich nicht weg. Hier finde ich nur uraltes Mana. Angeblich. Da. Das sammle ich natürlich mal ein. Aber ansonsten ist hier nichts und ich komme hier auch nicht weg. Hier liegt auch nichts rum. Wenn ich das richtig sehe. Gut. Wo habe ich mich denn hier hingeportet? Naja, dann porte ich mich mal hier hin. Einfach egal. S-Ecke. Seltsam. Ich hätte euch nicht dorthin schicken sollen. Ja? Wartet, ich rufe euch zurück. Jemand anderes macht sich am Netzwerk zu schaffen. Die Telemantie erfordert Feingefühl. Das ist nichts für Amateure. Ja, auch das sorgt hier irgendwie überhaupt nicht für Klarheit. Also am Brunnen war ich ja gerade. Da war ja nichts groß. Dann porte ich jetzt mal in die Bibliothek. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe eure... Wo immer ihr seid... Es ist instabil. Die Telemantie wird nicht lange halten. Eine seltsame Entdeckung. Aber ihr werdet die Ausrüstung, die wir brauchen, nicht da drin finden. Ja, ja, ja. Schon die totale Verwirrung, muss ich sagen. Vielleicht ist auch egal, worauf man klicken muss. Kann ich jetzt die Quest hier abgeben? Nee. Also, wo habe ich denn jetzt draufgeklickt? Da beim Brunnen bin ich gewesen, in der Bibliothek. Vermutlich ist das jetzt hier der einzige, der irgendwie Sinn macht. Hier komme ich wenigstens weiter. Und da bin ich in der Nähe von dem ganzen Zeug. Das sieht schon mal besser aus. Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt mal hier mich mit dem Typen anlegen.
Und Warp-Dolche auch noch. Also Superma ist schon ein merkwürdiges Pflaster, muss ich ernsthaft mal sagen. Was auch sehr auffällig ist, ich hoffe, man merkt es im Video nicht so, aber das, was mir berichtet wurde, ist in der Tat auch wahr. Die FPS in Superma sind nicht gerade die besten. Ja, also ich habe jetzt hier gerade 34 FPS mit einer strammen R993 und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Vor allem auch hier, ich schaue jetzt hier ja, ich habe ja hier nichts groß mit Weitsicht oder so, sondern ich gucke ja hier im Prinzip in so einen Raum rein. Aber egal, solange wir spielen können, soll es mir recht sein. Und solange wir nicht draufgehen, natürlich auch, ist ja klar. Gesprungene Warpmuffe. So, wir haben die gesprungene Warpmuffe gefunden, was immer das sein soll. Ich muss hier auch Sachen aufsammeln, die ich überhaupt nicht kenne, ja, die mir nichts sagen. Hier oben ist nichts. Und der Signalgeber ist da hinten. Und jetzt hoffe ich mal, dass das hier ohne großes Gedönse und ohne großes Scheiße, ich habe dich jetzt hier und dahin teleportiert. Okay, hier kann ich nur einen anklicken. Ja, jetzt bin ich wieder an meinem Ursprungspunkt. Ist ja extrem witzig. Die hohe Kunst der Telemantie. Geile Quest. Also so ein bisschen nerven tut mich das hier schon gerade. Also jetzt porten wir wieder dahin. Und ich sage jetzt bewusst mal gehen. Hier ist ja nichts, was ich anklicken kann. Bibliothek. Jetzt klicke ich nochmal diesen beknackten Brunnen an. Da ging es in den Garten. Ich glaube, Telemetrielabor habe ich noch nicht angeklickt, oder? Willkommen zum Festival der Ladebildschirme. Ah, das war richtig, Gott sei Dank. Ganz so blöd bin ich eben doch nicht. Enough, Ashar! Okay, die sind beide schon down. Und da gibt's das letzte Teil. Surama, sehr, sehr, sehr verwirrend. Hier hinten sehen wir Dalaran schweben. Ich mache jetzt mal das, womit ich mich auskenne, nämlich euch die Landschaft zeigen. Und hier unten sehen wir ja im Prinzip Surama und die Stadt, wo wir noch gar nicht rein können. Und hier in diese Richtung, ja, sehen wir die schöne Landschaft von Surama, die voll ist mit Quests. Ich hoffe mal, dass nicht alle Quests so verwirrend und merkwürdig sind wie diese jetzt hier. So. Bringt sie zu mir in die Werkstatt. Der sieht auch
merkwürdig aus, dieser Typ hier. Okkulet. Vielleicht muss ich mich auch wieder so ein bisschen auf die Geschichte einlassen. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade voll auf dem Space-Trip. Mit Mass Effect. Das darf, darunter darf natürlich World of Warcraft nicht leiden. Aber wie gesagt, ich fand das gestern... Ich wollte gestern eine Folge aufnehmen und musste dann abbrechen, weil ich nicht kapiert habe, warum meine Questgeberin keine Quest mehr für mich hat. Und es hat mich auch wirklich geärgert, muss ich sagen. Das fand ich ein wenig übertrieben und arg bescheuert. So. Essecke. Wie komme ich denn jetzt von hier wieder zurück? Ich glaube, hier Garten, oder? Nee. Warp-Labor, Bibliothek. Brunnen. Ach, ist das ein Scheiß. Machen wir das. So, jetzt. Bring mich nach Hause. Merkwürdig. Ihr hättet bereits zurückgerufen werden sollen. Was immer ihr gerade getan habt, es hat euch mehr Zeit verschafft. Ach, so, jetzt hoffe ich... Ah, ich bin wieder zurück beim Meister, der hier seine komische Warp-Apparatur repariert. Da hat er meiner Meinung nach relativ viel Arbeit vor sich. Wir müssen unbedingt die Instrumente hier bergen, wenn ich ein Teleportationsnetzwerk für Talisra entwickeln soll. Die nötigen Gegenstände haben wir alle dabei. Die sind in nicht besonders gutem Zustand, werden ihren Zweck aber erfüllen. Und wir bekommen mächtig Artefaktmacht. So, und jetzt können wir schon wieder eine Quest bei dem Großtelemant hier annehmen. Ich hoffe mal, dass es nicht eine ist, die genauso bescheuert ist wie die, die wir jetzt gerade gemacht haben. Wir müssen das Gebäude abriegeln, sonst könnten meine geschätzten Kollegen aus dem Palast meine Geheimnisse entdecken, was ein Risiko für die Teleporter darstellen würde, die ich euch und Talisra baue. Das inaktive Einstimmungsgerät neben Okkulet wird summend aktiv. Damit gelangen wir in meine geheime Testkammer unter dem Berg. Von dort aus könnten wir die Abriegelung einleiten und entkommen. Schließ die Abriegelungssequenz in Okkulets Testkammer ab. Und wir kommen wieder dick Artefaktmacht. So. Ich bin direkt hinter euch. Bevor wir das machen, geben wir uns erstmal Artefaktmacht und reparieren schön. Obwohl wir in dieser Folge keinen Damage genommen haben. Kommt bald wieder. Bisher, aber es ist ja auch wenig passiert, was irgendwie logisch und sinnvoll wirkt. So. Wir sind da. Meine alte Zuflucht. Seltsam. Die Verteidigung ist inaktiv. Okkulets Testkammer. Endlich mal wieder ein Ort, wo wir keine FPS-Probleme haben. Das verwirrt mich auch ein bisschen an Surama, denn mit meinem Setup sollte es nicht zu FPS-Problemen kommen, ganz ernsthaft. Und ich habe es aber auch schon gelesen, in Surama FPS-Probleme gehören wohl zum guten Ton. Und wie ist das möglich? Ich vermute, es hat was mit dem massiven Shader-Einsatz zu tun von diesem Schild, der das alles umgibt. Das ist ja alles ein einziger großer Shader. Ich kann es aber nicht genau sagen, ob es daran liegt, ja? Keine Ahnung. Diese Spule greift auf alte Leylinien zu. Schaltet sie auf volle Kraft. Gut, wenn wir genug Spulen überladen, setzen wir das ganze System außer Gefecht. In der Kammer da unten gibt es noch mehr Spulen und noch mehr Eindringlinge. Aber jetzt finde ich es schon wieder richtig geil, muss ich sagen. Ich muss mal
Auf die Uhr gucken darf das hier nicht aus dem Auge verlieren. Ich hätte eigentlich euer unverwechselbar einfältiges Herumfuschen an meinem Netzwerk erkennen müssen. Sieh an, sieh an. Ihr scheint mir ziemlich ausgemergelt zu sein, verehrter Lehrer. Esst ihr auch genug? Ah! Ihr solltet stolz sein. Euer Werk wird uns dabei helfen, jeden Winkel unserer uralten Länder zurückzuerobern. Ich kümmere mich um Twen, ihr um die Spulen. Okay, der Typ macht sich an die Alte ran. Und wir müssen diese Spulen hier klar machen. So, eine von diesen Spulen haben wir noch. Das geht ja jetzt relativ souverän, würde ich jetzt mal behaupten. Seht es ein, alter Mann. Ich habe euch übertroffen. Guter Trick. Den Raum so, um euren Körper zu krümmen. Aber was, wenn der Raum bereits instabil ist? So, die Folge der Ladebildschirme geht zu Ende. Wo habt ihr uns hingebracht? Instabiler Raum. Und direkt in den Kampf mit dieser komischen Twen. Ohne Vorwarnung, ja, sind wir direkt im Kampf. Eine sehr merkwürdige Folge. Muss sich meinem Willen beugen. Anrata Antal Tandros. Ich glaube, die Alte ist jetzt erledigt. Sie war eine schreckliche Schülerin. Ich schwinde schnell dahin. Wo ist Talisra? Talisra ist in der Nähe von Meridil. Könntet ihr uns teleportieren? Wiederholen. Ich werde uns so nah wie möglich heranbringen. Kommt näher. So, und da sind wir wieder in der Nähe von Meridil, wo diese Folge angefangen hat. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Es war sehr verwirrend, diese Folge, aber diese Folge ist auch eine, wenn man es jetzt nicht aufgenommen hätte, würde man sich wahrscheinlich lange dran erinnern. So in ein paar Jahren, wenn man irgendwie das nächste Addon spielt, dann weiß man, ah, in Surama, da war da doch irgendwas mit so einer Teleportiererei, das war ja total verwirrend und so. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst das Ganze noch let's playen und man will ja immer noch unterhaltsam sein und irgendwie was Cooles zeigen. Und ich habe das Gefühl, Suraba macht es mir nicht leicht, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen blöde. Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden, ja? Okolits Augen wirken trübe, seine Stimme zittert. Sind wir schon in der Nähe? So hungrig tragt Großtelemann Okolit zu Talissa in Shal-Aran und wir bekommen wieder mächtig Fett-Artefaktmacht. Okolit absetzen. Okay, wir machen das Ganze ohne Interface und tragen den guten alten Okolit
der sicherlich auch mal bessere Zeiten schon erlebt hat. Der sieht ja nicht besonders gesund aus, der Typ. Der sieht so ein bisschen aus wie dieser eine mega unsympathische. Okay, die Quest geben wir ab. Talisra legt ihre Hand an ihre magere Wange. Das macht sie jedes Mal. Mein Körper hat so schnell abgebaut. Immer noch, ja, 37 von 100. Anscheinend leben wir Nachtgeborenen jeden Tag auf Messerschneide. Nahe genug, ich gebe die Quest jetzt ab. Danke, dass ihr euch um Okulet gekümmert habt. Er wird uns eine unschätzbare Hilfe sein. Und wir bekommen die fette Artefaktmacht. Und hier gibt es die nächste Quest. Im Gegensatz zur letzten Folge nehme ich die Quest jetzt an, weil ich habe keinen Bock, dass die beim nächsten Mal wieder dasteht und sich einen abzittert und ich wieder keine Quest annehmen kann, so wie gestern. Das hat mich richtig geärgert. Wir müssen dafür sorgen, dass Großtelemant Okole so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt. Ihr müsst unbedingt uraltes Mana finden und ihn damit nähren. Nährt Großtelemant Okole mit uraltem Mana. Man hätte es sich denken können, eine uralte Mana-Folge, aber zum Glück haben wir ja mehr als genug uraltes Mana und der Typ braucht wahrscheinlich nur 50. Oh, hallo. Okulet nähren. Hier, das ist nämlich genau das Gleiche. So war gestern die Talisra. Hier, der lungert da rum, murmelt unverständliches Zeug. Jetzt zählt für ihn nur seinen Hunger zu stillen, auch noch in Rot geschrieben. Also so nach dem Motto, damit die Leute die Quest auch ja richtig machen. Und ja, wirklich sehr merkwürdig. Zum Glück haben wir genug uraltes Mana, um dem Typ das zu geben. Als ihr die Mana-Kristalle anbietet, verschwinden sie einer nach dem anderen aus eurer Hand. Ihr erhaltet den folgenden Effekt. Warpwandeln. Wie haben wir vor dem Nachtbrunnen nur gelebt? Was immer Warpwandeln ist. Keine Ahnung, was Warpwandeln ist. Aha, hier 60 Minuten geht das. Getötete Gegner erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit für 15 Sekunden um 50%. Ihr müsst euch innerhalb von Surama aufhalten. Was habt ihr entdeckt? Ich hungere, aber ich mache weiter. Klar, 99 von 100, der Typ kann jetzt tatsächlich weitermachen. Ah, ich fühle mich schon viel besser, danke. Und jetzt an die Arbeit. Quest beenden. Und diese Quest nehme ich auch an und dann machen wir eine Folgenpause, liebe Freunde. Diese Quest nehme ich aber an, weil mir das einfach zu heiß ist. Ja, ich möchte hier nichts riskieren. Und dann nehmen wir uns noch hier die Artefaktmacht. Aber erstmal Questtext vorlesen. Immer dem Leitstrahl nach. Wir sollten jetzt die erste sichere Verbindung unseres Teleportationsnetzwerkes einrichten. Ja, hoffentlich wird das genauso spannend wie die letzte Quest mit dem Hin- und Hergehüpfe. Nehmt diesen Signalgeber mit zu den Ruinen von Eluneet über uns und sucht gründlich die Gegend ab, um einen geeigneten Ort für ihn zu finden. Wenn die Untersuchung beendet ist, platziert ihr einfach den Signalgeber an der Stelle, damit ich von hier aus eine Verbindung zu ihm herstellen kann. Verwendet den telemantischen Signalgeber, um die Ruinen von Eluneet zu untersuchen. Ihr bekommt 19 Gold 40. Das lohnt sich, Freunde. Das ist doch das, was wir wollen. Den Typ. Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, haben wir unsere erste Verbindung. So, jetzt pumpe ich mich erstmal schön mit Artefaktmacht voll. Hier, das hat richtig viel gegeben. So, und die zwei Typen, die stehen hier ganz gemütlich und es sollte nichts Böses passieren in meiner Abwesenheit. Und deswegen werde ich jetzt erstmal ein kleines Folgenpäuschen machen, liebe Freunde. Gucken, wie lang diese Folge ist. Ich habe auch völlig die Zeit aus dem Auge verloren. Ich hoffe, es geht um die halbe Stunde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dieses Video rauskommt, muss ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob ich 99 Abonnenten habe oder 100. Aber wenn ihr mich kräftig abonniert, damit wir jetzt mal sauber über die 100 Abos kommen, würdet ihr mir eine Riesenfreude machen. Wirklich eine große, große Freude. Weil ich seit einer Woche pendel ich immer 98, 101, 98, 101. Das ist wirklich total nervig. Die Leute, denen das hier gefällt, abonniert mich doch mal. Und dann so, dass wir schön über 100 sind, dass einfach diese Marke mal geknackt ist. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.